Jo, Freunde, schön, dass ihr am Start seid. Wir schauen uns jetzt von Lena Clems das Video an. Ich habe Werbung für die gefährlichste OP der Welt gemacht. Lena Clems. Sie hat tatsächlich, dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht zu Chirizzle oder wie auch immer die hießen und so. Oder Dizzle, die Rizzle, ach, keine Ahnung. Und Lena Clems, die hatte irgendwie Werbung für ein BBL gemacht, also diesen Brazilian Butt Lift. Das ist so die gefährlichste Schönheits-OP, die man so unternehmen kann. Dafür hat sie Werbung gemacht. Plus, dass da diejenige, die so komisch dieses mit den Zähnen hatte. Also die hat sich so die Zähne so abschleifen lassen und dann neue Zähne draufbekommen. Also das ist, also wie kann man so viel in so jungen Jahren schon machen lassen mit einem guten Gewissen? Da muss ich aber ganz, ganz dringend los. Ich hoffe, sie wird hier alles einsehen, dass es Quatsch war. Fake-Zähne und Nasen-OP, direkt alles nach meinem 18. Geburtstag. Alter, direkt nach dem 18. Geburtstag, da wird mir Junge, da kriege ich ja direkt Probleme. Hi Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Lena, auch bekannt als Lena Glams. Ich freue mich total, dass ihr heute hier eingeschaltet habt. Ich werde heute ein bisschen über meine OPs erzählen, über meinen. Übrigens, vorteilhaft im Hintergrund irgendwie übel laute Geräusche abspielen zu lassen, was die Kamera alles mit aufnimmt. Alter, okay. Ja gut, mal schauen. BBL, meine Vielleicht wird es ja Fake-Zähne, meine besser. Nasen-OP und auch die Kooperation, die ich tatsächlich damit betrieben habe. Mir ist einfach unglaublich Das ist wichtig, besser. mal ein bisschen ernsthafter über das ganze Thema zu reden, dass ich zum Beispiel für das BBL, für eine der absolut gefährlichsten und tödlichsten Operationen, also Schönheits-OPs, geworben habe. Und ich möchte mal ein bisschen darauf eingehen, was so mein Hintergrund dabei war, was ich mir dabei gedacht habe oder auch nicht. Bruh. Genau jetzt, wo ich ein YouTube-Video machen möchte, fangen meine Nachbarn an zu bohren. Aber ich bin mir definitiv bewusst, dass ich einen sehr großen Fehler begangen habe, indem Junge, was ist denn das alles im Hintergrund? Das ist doch nicht nur Bohren, das ist eine Waschmaschine. ich öffentlich mit meiner Reichweite und mit meinen Plattformen für bestimmte Schönheits-OPs geworben habe. Ich finde es immer super wichtig, dass wenn man etwas an sich machen lässt und eine Person des öffentlichen Lebens ist, dass man damit immer total transparent umgeht und nicht irgendwelche komplett falschen Schönheitsideale in die Welt setzt und so tut, als wäre man natürlich oder hätte irgendwelche natürlichen Features, obwohl die nur durch bestimmte OPs zu erreichen sind. Kurz nach meinem 18. Geburtstag habe ich mir meine Nase operiert. Dann ungefähr ein Dreivierteljahr später habe ich meine Zähne gemacht. Alter, das ist so schrecklich, ne? Weil wie kann man denn auch mit einem guten Gewissen das Bild posten? Da muss ich ja mal ganz dringend los. Das sieht ja furchtbar aus. Ich habe allerdings keine Veneers gemacht, sondern ich habe das absolut Schädlichste vom Schädlichsten gemacht und ich habe mir Kronen machen lassen. Um nochmal eine Schippe draufzusetzen, habe ich mich letztes Jahr im September, glaube ich, dazu entschlossen, ein Brazilian Buttlift zu machen. Das ist ein Fett. Ach du Scheiße. Was, sie ist jetzt 19 oder so? Keine Ahnung, wie alt. 20, was weiß ich. Die hat einfach jetzt schon alles Mögliche umoperieren lassen. Also hat man sich davor vielleicht mal drüber Gedanken gemacht, wie schädlich das ist? Oder was das für Konsequenzen hat? Ich meine, es ist ihr gutes Recht, das machen zu lassen, ne? Das kannst du ja machen. Ab 18 ist es ja gar kein Problem. Aber wobei ist das? Das könnte doch schon ein Problem sein. Du bist doch mit 18, kannst du ja auch noch wachsen und so. Und der Körper verändert sich ja auch noch mal ein Stück weit. Bis Mitte 20 oder so, bis dahin kann immer noch ein bisschen was passieren. Deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt so sinnvoll ist, in so jungen Jahren überhaupt was machen zu lassen. Aber autsch, so bei Nase, okay, kann ich verstehen, wenn du vielleicht Atemprobleme hast oder das extrem auffällig ist und du gemobbt wirst oder was weiß ich. Dann kann ich das nachvollziehen, dass man da was macht. Aber so als wäre sie irgendwie, als wäre sie hässlich, so im Sinne von der Gesellschaft so sau eine hässliche Person, ne? Ich mag das generell nicht, wenn man sagt, die ist hässlich und was weiß ich, aber so als wäre sie so absolut so, dass man sie nur auslacht auf der Straße, weil sie so komisch aussieht. Warum hat sie das machen lassen, Mann? Na gut. Muss jeder für sich selbst Absaugung, wissen, aber ich find's nicht gut. die quasi damit verbunden ist, dass man sich sein Eigenfett in andere Regionen wieder einspritzen lässt. Die übrigens auch als eine der gefährlichsten OPs gilt, die man überhaupt machen kann. Aber was genau macht das BBL denn jetzt so gefährlich? Daher, dass man sich das Fett absaugen lässt und es wieder reinspritzen lässt mit einer Kanüle, die ungefähr so groß ist, Alter. dass das Fett an eure Blutbahn gelangt und ihr dadurch dann eine Lungenembolie erleiden könnt. Also tatsächlich gibt es auch Statistiken, die besagen, dass eine in 3000 oder auch eine in 4000 Frauen darin stirbt.
Und Todesfälle gibt es wirklich super oft. Und neben den Todesfällen gibt es auch Leute, die extreme Komplikationen haben. Also die Gefahr bei den Kronen, vor allem was ich jetzt gemacht habe, wie gesagt, ihr könnt euch gerne ein anderes Video dazu angucken, zu meinen Veneers, Kronen, whatever. Ich bin da ein bisschen mehr drauf eingegangen. Das könnt ihr euch gerne anschauen, falls euch das interessieren sollte. Ihr zerstört euren kompletten natürlichen Zahn damit und es kann dazu... You don't say. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wenn man sich die Zähne komplett abschleifen lässt, dass man sich dann mit den Zähnen zerstört. Führen, dass eure kompletten Zähne unter den Kronen absterben, verfaulen und ihr irgendwann zwangsmäßig Implantate braucht. Und ja, das wird natürlich auch einfach grob fahrlässig gemacht. Ich meine, ich habe es jetzt an 20 Zähnen machen lassen. Ich habe mich da auch ein bisschen einreden lassen, muss ich ehrlich sagen. Also ich wollte die ganze Zeit Veneers machen. Und dann wurde mir so ein bisschen gesagt, ja, deine Zähne sind aber so schlecht, mach lieber Kronen. Also ich bin mir gerade nicht so sicher, sind Veneers die Dinger, die du auf die Zähne drauf machst? Also wie so kleine Platten, die du auf die Zähne drauf machst und der Zahn existiert danach weiterhin? Also der geht dann nicht oder ist dann nicht am Arsch, wie es beim Abschleifen ist, sondern das existiert weiterhin? Ich glaube, oder? Ich glaube, Veneers sind so diese entspanntere Methode, die bessere Methode. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also, sorry, wenn du weißt, es existieren auch Veneers, wo du das Ergebnis bekommen kannst. Wie kann man denn dann sagen, yo, ich mach das mit dem Abschleifen? Wo dann eh alles zu spät ist. So ein Zahn wächst ja nicht nach. Ist ja jetzt nicht so, dass so ein abgeschliffener Zahn irgendwie wieder wächst. Das ist ja so kurz gedacht, ich check das nicht. Ja. Und bei einer Nasen-OP kann es natürlich auch dazu kommen, dass ihr Atemprobleme bekommen könnt. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon mal auf Social Media geredet habe, aber bevor ich das BBL gemacht habe, habe ich wirklich 2 Wochen lang, also da muss man schon mal drüber nachdenken, wie krank ich eigentlich bin, dass ich das so in Kauf genommen habe, weil ich war 2 Wochen lang zu Hause vor der OP und ich habe wirklich Todesangst gehabt. Also ich habe mich mit mir selber auseinandergesetzt und ich dachte, hey, es könnte wirklich sein, dass du jetzt an dieser OP stirbst. Also du fliegst dahin und wachst halt nie wieder auf und dann war es das einfach. Und also ich bin generell so ein Mensch, jeder soll das machen können mit seinem Körper, was er will. Und wenn er sagt, yo, Zähne machen, Nase machen, okay, mach dein Zeug. Ich finde, einen Brazilian Buttlift zu machen, maximal geisteskrank dämlich. Also wirklich so richtig unfassbar dumm und bescheuert. Ich weiß nicht, einfach nur aufgrund von einem Trend, der ausgelöst wurde scheinbar von Kim Kardashian und dann hat man so einen riesigen Arsch, der einfach nichts bringt. Der ist da, aber der bringt niemanden etwas weiter. Der behindert eher das, was du machen willst in manchen Bereichen. Und es ist so grenzdebil, das machen zu lassen. Wirklich, sogar wirklich jeder, der auch nur im Ansatz darüber nachdenkt, so eine OP zu machen. Leute, macht Sport, macht irgendwas, aber macht keine, nicht für sowas eine OP. Alter, das ergibt ja noch nicht mal einen Sinn. In meiner kranken Birne habe ich das halt einfach in Kauf genommen, gerechtfertigt. Und ich dachte mir, hey, wenigstens stirbst du da mit einem guten Körper. Also jetzt fragt man sich aber natürlich, Gott. Wie kann ein junges Mädchen oder wie kann ein Mensch allgemein so krank werden und dass man sowas in Kauf nimmt, dass man sowas machen möchte, woher kommt das? Und daher, dass ich mich jetzt in den letzten Monaten extrem viel mit mir selber auseinandergesetzt habe, weil irgendwann verstanden, dass das alles doch sehr miteinander hängt und dass der eigentliche Kernpunkt und das Problem, warum ich auch immer wieder so zum Beispiel schlechte Beziehungen hatte oder warum ich mich nie weiterhin wohlgefühlt habe, hatte eigentlich nur damit was zu tun, weil ich absolut gar kein Stück Selbstliebe und Selbstrespekt hatte. Und dass alles an mir, wie ich mich selber wahrgenommen habe, so extrem verzerrt war. Also damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass jede Person, die sich operieren lässt oder etwas an sich machen lässt, total verunsichert ist und absolut das emotionale Wrack ist quasi. Aber bei mir war es schon wirklich so der Fall. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass das gar nicht sich ändern kann, wenn diese Veränderung nicht in mir selber stattfindet. So. Das hat quasi bei mir so ein bisschen damit angefangen, dass ich... Ich will jetzt mal ganz kurz sagen, wenn man sich so auf ihre Stimme konzentriert, ist alles entspannt. Aber was hat sie denn da im Hintergrund angemacht? Das ist doch eine Waschmaschine. Wer macht denn, bevor man ein Statement aufnimmt, wer macht denn da die Waschmaschine an und stellt sich oder setzt sich in einen Raum, wo man diese Waschmaschine hören kann? Junge, das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Sehr, sehr wild.
so mit 12, 13 extrem viel im Internet war und mich damals mit meinem, ja, Kinderkörper mich mit Frauen verglichen habe, die sich entweder extrem viel operiert hat oder die halt einfach schon die Pubertät durchlaufen sind. Ich habe mich teilweise mit 12 mit irgendwelchen 25-jährigen Frauen, ja, verglichen, die zum Beispiel auch Kinder bekommen haben. Ich habe das aber damals gar nicht so verstanden, weil ich habe immer gedacht, warum sehe ich nicht so aus? Und was auch bei mir noch ganz krass war, Warum ich habe habe ich mich noch auch immer keine sehr stark Kinder? mit den Mädchen zum Beispiel damals aus meiner Klasse verglichen, weil ich habe meine Periode halt erst mit 15 bekommen, was halt auch eigentlich ein total normales Alter ist, aber sehr viele in meiner Klasse damals in der 5. Klasse hatten zum Beispiel schon ihre Periode, haben auch schon angefangen, halt ein Brustwachstum zu haben und ich halt nicht. Und ich habe mich immer so unwohl in meinem Körper gefühlt und ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht attraktiv genug, keiner findet mich schön, so wie ich bin und ich habe mich auch selber einfach nicht schön so gefühlt, wie ich war. Und ja, leider hat sich dieses Mindset so durch meine Pubertät immer weiter mitgezogen, weil ich nie gelernt habe, mich wirklich selber zu lieben. Ich habe einfach ein ganz verzerrtes Selbstbild gehabt und das leider schon immer. Und wenn ich jetzt so darauf zurückblicke, jetzt wo ich an einem Punkt bin, wo ich ganz anders über mich selber auch denke und wenn ich mich angucke, dass ich mich nicht extrem hasse und früher, ihr müsst wissen, ich habe bestimmt, ja, von dem Alter von 12 bis 15 eine sehr ausgeprägte Essstörung gehabt und auch dadurch ein sehr verzerrtes Ich Körper. sag, nee, ich lach nicht über das mit der Essstörung. Junge, die Waschmaschine macht gerade mies Betrieb. Körperbild. Also das wurde natürlich dadurch noch mehr verstärkt. Und dann, wo ich in Amerika war, zum Beispiel meine Gastschwester war immer super, 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 super skinny und ich habe mich so stark mit ihr verglichen, dass ich auch selber so viel abgenommen nochmal habe im Auslandsjahr, weil ich mich immer auch da nie gut genug fühlt. Ich habe mich einfach nie gut genug gefühlt. Ich habe immer gedacht, es ist immer etwas falsch mit mir. Und dann, wo ich natürlich noch angefangen habe, so mehr ins Internet zu kommen, weil ich dann auch angefangen habe, diese Make-up-Videos zu posten, einfach weil das mein persönlicher Ausweg auch noch ein bisschen war. Es war so quasi mein Fluchtweg aus der Realität. Aber dieser Fluchtweg hat mich quasi noch mehr in dieses Schönheitsbild reingeleitet. Und ich habe mir wirklich von morgens bis abends nur irgendwelche Beauty-YouTuber aus Amerika angeguckt, die auch von oben bis unten operiert waren. Und viele davon haben das auch einfach nicht zugegeben. Und ich habe schon immer gedacht, wo ich schon 14 war, ich habe immer gedacht, boah, ich werde das alles auch machen, wenn ich erwachsen bin. Ich werde das sofort machen, wenn ich werde mich auch operieren lassen und bla 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 bla. Und Ja. krasserweise hatte ich. Ja, nice. Also die weiß ganz genau, yo, sie wird da praktisch so verleitet für so einen Quatsch und macht dann halt einfach selber Werbung dafür, um auch die zukünftigen Jugendlichen dorthin zu leiten, dass die sich ja den Arsch machen sollen und die Zähne machen sollen und auch die Nase und was weiß ich. Einfach nur aus Schönheitsgründen. Es ist so bitter, es ist wirklich so bitter, wie wenig man danach denken kann. Wirklich, mach Werbung für jeden Scheiß. Von mir aus, mach Werbung. Macht 10.000 Werbungen zu Raid Shadow Legends. Das ist mir völlig egal. Ne, es ist ein scheiß Handyspiel. Kann man drüber hinwegblicken. Aber macht doch keine Werbung für einen Brazilian Buttlift. Es ist so grenzdebil. Das ist auch mit den Zähnen. Es ist so dumm. Du hast ordentliche Zähne. Du hast normale Zähne. Vielleicht hast du auch nicht normale Zähne. Dadurch sich aber den Zahn mit Absicht abschleifen zu lassen, ist so dumm. Und mit dem Arsch, Alter, das ist mir ja ein absolutes Rätsel, wie man sich denken kann, dass das eine gute Idee ist. Einfach nur aufgrund einem Trend oder weil man zu faul ist, Sport zu machen, um das mit einem sportlichen Erfolg hinzubekommen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was einem da reiten muss, dass du zu dieser Entscheidung kommst. Früher immer nur große Probleme mit meinem Körper und nie mit meinem Gesicht. Und das ist ja auch ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, dass ich angefangen habe, sehr viel an meinem Gesicht zu verändern. Und das kam so ein bisschen dadurch, weil ich nur mein Gesicht auf Social Media gezeigt habe. Ich habe angefangen mit Make-up-Videos und ich glaube, ich war halt auch einfach, ja, ein bisschen labil und nicht in einem richtigen Mindset, dass ich sowas hätte machen sollen unbedingt, weil ich nicht stark genug war, diese Kommentare abzublocken. Also vor allem, wo ich dann auf TikTok war und immer Leute extrem oft meine Nase kommentiert haben und meine Zähne, dass sie irgendwie eine Fehlstellung hatten und bla bla bla, habe ich irgendwann angefangen, auch mein Gesicht ganz anders zu betrachten und ich fand irgendwann einfach gar nichts mehr an mir schön. Ich möchte das auch gar nicht auf diese Leute schieben, weil im Endeffekt, ich habe das einfach total zu Herzen genommen und ich konnte das auch gar nicht
ich konnte das einfach nicht loslassen so von mir. Und daher, dass ich dann halt irgendwann diese Reichweite aufgebaut habe, haben sich dann natürlich auch... Ich muss mal kurz sagen, sie hat eine sehr krasse Augenfarbe, kann das sein? Ich find ihre Augenfarbe sieht sehr, sehr sick aus. Ja, die Möglichkeiten ergeben, Kooperationen einzugehen für bestimmte OPs. Für meine Nase, für meine Zähne und für mein BBL. Ja, ich habe für alle eine Kooperation gemacht. Digga, was? Also für meine Warte, stopp. Die hat für alles eine Kooperation gemacht? Und was wollen wir wetten, dass sie es nicht gekennzeichnet hat als Werbung? Und einzugehen für bestimmte OPs. Für meine Nase, für meine Zähne und für mein BBL. Ja, ich habe für alle eine Kooperation gemacht. Einfach. Was? Ich habe nicht kurz darüber nachgedacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was das für eine Auswirkung hat. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie das auf andere wirkt. Zum Glück hat es ja niemand kritisiert, ne? Vor allem auf Jüngere. Was das für ein Ausmaß überhaupt hat, wenn Minderjährige sich so einen Content von mir anschauen. Vor allem, sie weiß nicht, was es für ein Ausmaß hat, aber sagt selber, dass sie damals beeinflusst wurde, ja, ich möchte auch mal so aussehen wie D&D. Also weiß sie doch ganz genau das Ausmaß, wenn du Werbung für die Scheiße machst, oder? Also es ist doch genau das, was ihr widerfahren ist, widerfährt jetzt vielleicht anderen aufgrund von ihr, weil sie das auch hat machen lassen und die eifern ihr nach. Also das ist sehr kurz gedacht. Ne? Ist sehr, also ich glaube ihr, dass sie da keine Ahnung hatte und so blind war und naiv war, aber ey, da fehlt mir trotzdem jegliches Verständnis. Gut, sie ist halt noch relativ jung, vielleicht hat sie es deswegen nicht ganz gecheckt, aber es ist mir trotzdem ein Rätsel, so bei sowas nicht nachdenken zu können. Also das ist doch eine offensichtliche... Das ist doch offensichtlich ganz großer Mist. Selbst wenn man 18, 19 oder 20 ist, da weiß man doch, dass, ob was gut ist oder was nicht gut ist. Und bei der Sache weiß man doch ganz genau, dass es scheiße ist. Vor allem so bei lebensgefährlichen Schönheits-OPs. Schauen. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch über das BBL kaum noch irgendwann geredet, sei es positiv oder negativ. Und ich sehe da auch komplett meine Schuld drin. Also das ist sehr verantwortungslos gewesen. Immerhin, das ist gut. Und auch jetzt im Nachhinein, ich kann das auch nur ganz kritisch, ja, leider betrachten. Und ich wünschte, ich hätte das einfach damals anders gemacht. Aber, also nicht aber, also Punkt. Nur damit ihr ein bisschen versteht, so was in meinem Kopf abging. Also das Ding ist, ich war leider immer sehr in so einer Verleugnung. Also auch wenn Leute Videos darüber gemacht haben. Und ich meine, es haben ja unzählige super, super, super tolle... Also erstmal finde ich das gut, dass sie das einzieht. Hat allerdings einen faden Beigeschmack. Weil die OPs, sie wurde sehr oft kritisiert. Sie wurde bei den Zähnen krass kritisiert, sie wurde bei dem Arsch krass kritisiert, bei der Nase weiß ich nicht, das war vor meiner Zeit, glaube ich, als ich das mitbekommen habe. Aber sie wurde ja schon krass kritisiert. Und dann hat sie es machen lassen und dann kann man sich natürlich danach hinstellen und sagen, oh gut, es war ein Fehler, abgehakt. So, anstatt das direkt mal einzusehen und nicht dafür Werbung zu machen. Ey, von mir aus, macht ihr einen Brazilian Butt Lift, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Macht ihr die Zähne, macht ihr die Nase, von mir aus macht ihr deine Augen, was weiß ich. Aber du musst, mach keine Werbung dafür. Ne, das Kritische ist ja diese Werbung. Oder kritisch wäre es auch, wenn sie jetzt so einen Brazilian Butt Lift macht und dann sagt, yo, übrigens, das habe ich durch Sport und Ernährung hinbekommen. So, also Leuten etwas vorspielen, was so gar nicht stimmt. Liebe Frauen, Videos darüber gemacht, die nicht angreifend gegenüber mir waren, sondern halt einfach nur aufklärend. Und ihr müsst euch vorstellen, also ich habe das schon so extrem von mir abgestoßen. Einfach, weil ich diese Verantwortung gar nicht an mich ranlassen wollte. Also ich wollte das gar nicht wahrhaben, dass ich der Grund sein könnte, dass andere jüngere Mädchen sich so fühlen wie ich damals. Man denkt sich bestimmt, aber du warst doch auch in dem Sinn und du warst doch genauso. Du hast doch auch diese ganzen Probleme mit dir selber gehabt durch Menschen, die sowas ja beworben haben oder als so toll verkauft haben und als einfache Lösung verkauft haben. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so gesehen. Also ich habe immer irgendwelche Ausreden dafür gesucht. Ich habe immer gedacht, ja, aber die Leute sind immer noch selber verantwortlich, was sie sich anschauen. Und ich finde trotzdem, das stimmt natürlich bis zu einem bestimmten Punkt. Allerdings habe ich gar nicht gesehen, was ich denn für eine Message damit rüberbringe und wie das auch unterbewusst die jüngeren Mädchen, die mir auch zuschauen, das beeinflussen kann. Und während ich wirklich eine ältere Zuschauerschaft habe, habe ich natürlich trotzdem auch eine jüngere Zuschauerschaft, die ich gar nicht so ja, anerkannt habe, einfach nur, weil ich von... Hat sie nicht, also ich gehe jetzt mal fast davon aus,
dass sie jetzt eher wenig so kritischen Meinungskontent bringt, was meistens eine ältere Zuschauerschaft hat. Also ich würde sagen, ich habe einen Mix aus auch natürlich jüngeren Leuten, aber ich habe auch viele Erwachsene. Ich sehe es ja auf Twitch, da habe ich eigentlich fast nur erwachsene Leute, die mir zuschauen, weil ich aber auch abends streame. Ne? Ich streame immer von 20 bis 1 Uhr oder so. Und da sind natürlich die Jüngeren eher im Bett oder müssen noch lernen oder irgend sowas. Und da habe ich eher so die ältere Zuschauerschaft. Ich würde sagen, so Meinungskontent ist eher so der Bereich so zwischen 16 und 30. Es gibt natürlich auch Leute, die oder 40 oder was weiß ich, ne? Das geht dann egal bis wie hoch. Ich möchte hier niemanden ausschließen oder so. Und kann natürlich auch unter 16 sein, aber so, ich würde jetzt erstmal sagen, so zwischen 16 und 25 ist so diese Hauptzielgruppe. Bei ihr weiß ich nicht, was sie jetzt konkret für Content bringt, aber wenn es sehr oberflächlich ist, weiß ich nicht. Kann das schon durchaus jünger sein. Und ich würde jetzt nicht behaupten, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt eine relativ alte Zielgruppe hat. Von dieser Verantwortung ein bisschen wegrennen wollte, nur. Und umso problematisch. Und ja, wobei, es ist ja auch völlig egal, wie alt diese Community ist. Egal ob alt oder jung, du beeinflusst damit trotzdem die Leute. Du kannst auch damit ältere Leute beeinflussen. Weil die dann sagen, oh, das sieht ja ganz schön aus, ey, das möchte ich auch machen. Weil bei ihr sieht es ja gut aus. Ich selber das haben wollte. Ich wollte mich unbedingt ja so verändern und ich habe gedacht, wow, jetzt kann ich das einfach machen. Das ist mein locker easy Ausweg. Ich habe auch übrigens eingesehen, also viele werden sich jetzt bestimmt noch daran erinnern, dass ich jetzt letztens noch teilweise so ein bisschen Spaß darüber gemacht habe, dass ich nochmal ein zweites BBL mache. Ich habe es natürlich auch irgendwo ein bisschen ernster gemeint, aber eher so als Spaß verpackt. Alleine etwas so als Spaß zu verpacken, ist auch schon voll problematisch. Und das ist mir einfach gar nicht aufgefallen, weil ich einfach so in meiner eigenen Bubble immer lebe oder gelebt habe. Und ich kann eigentlich nichts anderes sagen, außer dass ich mich dafür nur schäme. Weil ich meine, ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich weiß, wie sehr ich mich gehasst habe. Ich weiß, wie sehr ich mich verglichen habe und wie sehr ich einfach jemand anderes sein wollte und ich konnte mich nicht in den Spiegel angucken. Ich habe einfach alles gehasst, was ich gesehen habe. Und dass ich dann ausgerechnet der Mensch werde, der eventuell sowas in andere jüngere Mädchen ja reinspricht. Ich finde gerade nicht das passende Wort dafür, ja. Aber das Ding ist, ich habe auch immer von mir behauptet, dass ich ein sehr reflektierter Mensch war. Jetzt, wo ich aber eine ganz andere Selbstarbeit auch geleistet habe, fällt mir das immer auf, dass ich mir das eigentlich auch immer nur ein bisschen vorgemacht habe. Ich weiß, ich bin jetzt eigentlich gerade nur ein bisschen so an dem Anfang von einem ganz anderen Lebensweg, den ich so einschlage. Aber durch alles, was ich jetzt schon bis jetzt gelernt habe, kann ich auch sagen, dass ich früher nur für Bestätigung gelebt habe. Also ich habe nur für Bestätigung von irgendwelchen Männern gelebt. Ich immer dachte, diese Liebe, die ich dadurch bekomme, die kann ich mir nicht mal selber geben. Also habe ich immer so danach gestrebt, von anderen Leuten geliebt zu werden und akzeptiert zu werden. Und wisst ihr, was das Problem aber daran ist? Wenn man keinerlei Selbstwert hat, wenn man keinerlei Selbstliebe hat, dann hast du halt auch leider irgendwann gar keine Grenzen. Und das war ein großes Problem für mich. Ich konnte noch nie Grenzen setzen, zum Beispiel in Beziehungen. Und da merke ich halt auch, was eigentlich für einen Zusammenhang alles hat. Also manchmal will ich mich einfach nur in den Arm nehmen, aber manchmal will ich mir dann halt auch mal eine Backpfeife geben, weil ich mir so denke, Bro, warum hast du sowas gemacht? Das ist ja gerade mal ein Jahr her oder so, oder? Das ist jetzt keine Sache, die vor 5 Jahren war, wo man dann so reflektiert nach 5 Jahren drüber spricht und sagt, wie dumm das war. Das war, glaube ich, vor einem Jahr und da war die Kritik groß und das hat sie einfach ignoriert und das hat ihr auch nicht gejuckt. Also auch eine wilde Nummer. Aber immerhin, jetzt ist sie ja zur Einsicht gekommen, ist ja eine tolle Sache. Das heißt, in Zukunft wird es hoffentlich keine Werbungen für irgendwelche Schönheits-OPs mehr geben. Hoffe ich einfach mal, ne? Ob so ist, keine Ahnung. Wir können da nur gespannt sein. Man gar keine Selbstliebe hat und gar kein Selbstbewusstsein hat, und man sich operiert. Das war ja damals bei mir zum Beispiel bei meiner Nasen-OP. Ich habe immer gedacht, oh mein Gott, wenn ich meine Nasen-OP mache, dann werde ich so glücklich. Ich werde so zufrieden mit mir sein. Aber als eine Person, die überhaupt nicht glücklich mit sich ist, in gar keinem Aspekt und sich immer nur kritisiert, wenn du eine Sache an dir änderst, dann wirst du nicht mehr diese eine Sache angucken. Also ich habe nicht mehr meine Nase angeguckt, sondern ich habe dann gesucht. Ich habe dann alles andere kritisiert, was danach kam. Dann auf einmal waren es meine Zähne und dann ist mir das immer
immer mehr so in den Vordergrund, also in meinen Vorderkopf auch gekommen, was Leute mal über meine Zähne gesagt haben. Und dann war das meine riesen Insecurity und ich habe mich dafür so geschämt. Und dann habe ich meine Zähne geändert. Dann habe ich meine Zähne und meine Nase gemacht und ich dachte, oh mein Gott, jetzt kann ich endlich zufrieden sein, jetzt bin ich endlich zufrieden. Ja, bis ich mir dann wieder meinen Körper angeguckt habe und ich mir wieder dachte, ich sehe gar nicht aus wie diese ganzen Insta-Models, obwohl ich jetzt mitten in dieser Insta-Welt bin. Und warum habe ich nicht so Kurven? Warum sehe ich nicht aus wie so eine Frau, wie das immer hier so dargestellt wird? Wie das überall dargestellt wird? Und ich möchte... Du kannst schon so aussehen, nur dafür musst du halt gute Photoshop-Skills haben, genauso wie die anderen Instagrammer. Da siehst du ja so oft, wie dort einfach, wie das so gut verfälscht ist. Ne, manche können es halt relativ gut mit dem Bearbeitungsprogramm umgehen, aber manche halt nicht so gut. Und bei denen, die es nicht so gut schaffen, da sieht man dann noch, wie das gebogen ist und wie die das, wie die Dinge vergrößern und verkleinern, ne? So auf Fake-Basis, da kriege ich immer starke Schmerzen. Ne? Ich guck mal, immer wenn ich so Bilder sehe von so Insta-Models, ne, da zoome ich immer ran und guck mir so die Ränder an oder die Konturen von der Person an, weil ganz oft sieht man da irgendwelche Biegungen. Ne? Und dann sieht man schon, ey, da wurde nachgeholfen. Ich möchte auch jetzt nicht damit sagen, dass ich jetzt 100% zufrieden mit meinem Körper bin. Das ist auf jeden Fall ein Journey. Aber ich habe auf jeden Fall angefangen, jetzt aktiv ins Gym zu gehen. Und ich habe auch richtig Spaß daran gefunden. Also was ich jetzt so beschlossen habe, ist dass ich erstmal meinen Körper in Ruhe wachsen lassen werde. Ich möchte mich auch hiermit einfach mal grundsätzlich entschuldigen, dass ich überhaupt das beworben habe, dass ich auch so leichtsinnig damit umgegangen bin, mit so einer OP, wo ich mir gar nicht bewusst war, was für eine Tragweite meine Wörter überhaupt haben. Und das ist so grob fahrlässig eigentlich. Und ich kann mich eigentlich nur aufrichtig dafür entschuldigen und das jetzt besser machen. Ich möchte aber auch, dass ihr wisst, dass ich wirklich intensiv mich... Aber wie kann man denn da auch weiter das Video drehen? Na gut, sie schneidet halt das Video nicht, aber... Junge, die Waschmaschine explodiert gleich und sie redet einfach im gleichen Ton wie die Waschmaschine. Es ist wild. Immer damit aktuell sehr stark damit beschäftige, auch was ich so im Internet präsentiere und was ich für ein Vorbild sein möchte. Weil das Schlimme ist leider, das machen auch super, super viele andere Leute im Internet. Die haben eine riesen Reichweite, aber versuchen sich immer eine Vorbildfunktion abzusprechen. Und das ist leider total problematisch, weil im Endeffekt habe ich das auch eine Zeit lang immer gemacht. Aber es gibt trotzdem immer eine Person, auf die du einen sehr starken Einfluss hast, ob du es möchtest oder nicht. Und was ich auch einfach verstanden habe, ist, dass sie hat's geschnitten. Gut, ich niemals mit mir zufrieden sein werde und ich niemals mit mir irgendwie im Reinen sein kann, wenn ich immer nur das Hässliche an mir suche. Ich bin auch immer dazu bereit und auch total offen dafür, mit euch einfach privat Konversationen darüber zu führen. Also falls ihr auch Privatfragen an mich habt, schreibt mir einfach auf Insta. Ich freue mich total auf euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Oh. Ja, Kuss geht raus. Digga. Ja, immerhin ist sie zur Einsicht gekommen, ne? Sie ist zur Einsicht gekommen, das muss man auch mal positiv erwähnen. Ja, ist ja toll. Ich bin positiv überrascht von diesem Video und dass du vieles nochmal reflektierst und dir eingestehst. Ja, finde ich gut. Ja, ist dann natürlich ein bisschen zu, am Ende des Tages auch ein bisschen zu spät, weil die Werbung wurde ja trotzdem jetzt schon mehrfach gemacht, ja, dreimal sogar. Besser zu spät als nie. Ne? Und da können wir jetzt auch glücklich und zufrieden schlafen gehen. Mich hat das extrem interessiert. Danke. Ey, meine Zuschauer, ihr seid die Besten, falls ihr bis hierher geschaut habt. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, schreibt mal eine 42 in den Chat. Dann weiß ich, dass ihr wirklich bis zum Schluss dran wart. Jetzt schreibt so niemand rein, ist auch bitter. Ja, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.